Was zuletzt geschah. Olaf war besiegt. Und Günther wusste, dass er nun eine Chance hatte. Er bot dem geschlagenen Champion an, ihm alles zu erklären. Mit der Bedingung, dass niemand anderes es erfahren würde. Olaf stimmte zu. Und so erfuhr er alles. Über seinen verschollenen Bruder und seine Abenteuer. Den Krieg und Darkrai. Das Team und die Geschichten. Und so entschloss sich Olaf, Günthers Mitstreiter zu werden und gab ihm sein Emblem und einen heißen Tipp. Im Vulkangebirge wurde ein General entdeckt, Groudon. Günther wollte das Team planen, wurde jedoch von seinen Freunden gestoppt. Bulbi, Chelast, Ivy und Semops wollten ihn zu viert bekämpfen. Dieser Kampf war etwas Persönliches. Nach einiger Diskussion stimmte Günther zu. Aber unter einer Bedingung. Würde es kritisch werden, würden sie sofort verschwinden. Kapitel 25. Wie der Vater, so der Sohn. Der nächste Tag begann sehr früh für mich. Ich wachte noch vor Sonnenaufgang auf. Alle anderen waren noch am Schlafen. Naja, fast alle. Ich ging leise vor die Hütte, um die anderen nicht aufzuwecken. Die Geräusche der Nacht hallten durch den Wald. Viele Tiere waren leise zu hören. Chelast hatte es sich hier bequem gemacht. Er bemerkte meine Ankunft schnell. Du kannst auch nicht schlafen, Günther. Eigentlich schon. Ich bin heute nur früh wach geworden. Irgendetwas Seltsames liegt in der Luft. Er sah mich an. Du merkst es auch? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Meinst du dieses eigenartige Gefühl, diese Vorahnung? Das Gefühl, einfach etwas Wichtiges zu übersehen. Genau das. Ich überlege schon die ganze Zeit, was es sein könnte. Doch ich komme einfach nicht darauf. Es ist einfach alles, wie du sagst. Diese Vorahnung. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl wegen heute. Ich meine, was wir vorhaben, ist unfassbar riskant. Er wirkte etwas nachdenklich. Ich weiß, er ist kein Unterfangen, das von Vernunft geprägt ist. Aber es ist etwas, was die Emotionen verlangen. Diese ganze Sache mit Groudon. Ich verstehe ehrlich gesagt nur zum Teil, weshalb die anderen diesen Kampf so unbedingt angehen wollen. Bei Bulbi noch am ehesten. Doch Groudon hat für sie keine so große Rolle gespielt. Er war ein Hindernis auf unserer Reise. Aber mehr nicht. Für mich hingegen ist es etwas anderes. Er begann in Erinnerung zu schwelgen. Damals, nachdem Leon verschwunden war, wusste ich nicht wirklich weiter. Meine Eltern hatte ich bereits kurz vor Leons Erscheinen verloren. Als auch er ging, suchte ich nach etwas im Leben, an dem ich mich festhalten könnte. Ich suchte einen Sinn im Leben. Und schließlich entschloss ich mich, in die Gegend zu reisen, in der meine Eltern als Kinder lebten. Sie hat mir damals immer viel über den Waldkontinent erzählt. Über seine Schönheit, über seine Natur. Sie betonten oft, sie wären nur von dort weggezogen, da der Waldkontinent oft ein sehr unsicherer Ort war. Sie waren nur umgezogen, damit ich in Frieden aufwachsen und eine tolle Kindheit haben konnte. Deswegen reiste ich nach all meinen Verlusten dorthin. Wenn der Waldkontinent nur dadurch nicht perfekt war, dass er so gefährlich war, dann würde ich derjenige werden, der die Gefahr verbannt. Doch ich hatte nicht mit einem Unheil wie Groudon gerechnet. Für eine lange Zeit verbrachte ich Tag und Nacht damit, ihn davon abzuhalten, sein Juwel in die Finger zu bekommen. So lange habe ich gegen ihn gekämpft, bis ich einen neuen Sinn im Leben gefunden habe. Bis ich erfuhr, dass ich ein Teil von all dem hier werden würde. Ich hätte mir damals nie erträumen können, wie sich das Leben für mich entwickeln wird. Ich bin damals aus meiner endlosen Schleife der Trauer entkommen und habe Glück gefunden. Damit, dass Darkrai mich damals auf diese Reise geschickt hat, hat er mir ein unsagbar großes Geschenk gemacht und dafür bin ich ihm dankbar. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt nicht gegen ihn stelle. Ich habe im Leben alles gefunden, was ich brauche. Abenteuer, Freunde, Ivy. Und nun gibt das Schicksal mir diese Chance, meine Vergangenheit für immer hinter mir zu lassen und denjenigen, der sie immer noch am Leben erhält, endlich zu besiegen. So lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Und ich werde alles dafür tun, dass Groudon heute fällt.
Doch wenn dieses Risiko letztlich Konsequenzen mit sich bringt, ich hoffe, dass sie mich treffen. Ich hoffe, dass niemand in diesem Kampf verletzt wird. Doch falls es soweit kommt, hoffe ich, dass ich derjenige sein werde. Für einen Moment herrschte völlige Stille. Selbst die Tiere schienen verstummt zu sein. Ich verstehe dich. Es geht nicht nur um das Wohltun, Groudon zu besiegen und einen alten Feind auszuschalten. Es geht für dich wirklich darum, die schlechten Dinge deiner Vergangenheit ein für alle Mal hinter dir zu lassen. Chillast nickte nur. Wir saßen beide einige Minuten noch ruhig da, bis die Tür sich erneut öffnete. Offensichtlich waren die anderen inzwischen auch aufgewacht. Ivy kam direkt zu uns, genauer gesagt natürlich zu Chillast. Hier bist du, ich hab mich schon gewundert. Sie kuschelte sich an ihren Freund. Komm, wir machen uns noch bereit, wir werden später gewinnen. Zusammen betraten die beiden wieder die Hütte. Ich folgte kurz danach. Doch für einen Moment blieb ich noch draußen. Chillast hatte recht. Er hatte das Wichtigste im Leben für sich gefunden. Und auch in diesem Moment sah ich, wie glücklich die beiden zusammen waren. Doch je näher man jemandem steht, desto schwerer wird der Abschied, wie Bulbi es zeigte. Doch trotzdem ist die Liebe etwas, nach dem jeder im Leben sucht. Und auch ich fragte mich, werde ich sie eines Tages finden? Hat sogar jemand wie ich eine Chance? Die Sonne ging bald auf und alle Betroffenen machten sich bereit. Wir würden den dritten General bekämpfen und einen sehr riskanten Kampf eingehen. Doch trotzdem wirkten alle gut gelaunt und waren frohen Mutes. Und als sich der Mittag näherte, brachen wir schlussendlich auf ins Vulkangebirge. Diese Region war natürlich eine perfekte Gegend für einen Fanatiker wie Groudon. Obwohl alle Vulkane in dieser Gegend seit unzählbaren Jahren erloschen und großteils zu sehen geworden waren, war es ein Traum für jeden Vulkanfreund. Nicht viele der Vulkane besaßen Höhlen. Somit war es für uns keine Schwierigkeit, die Höhle zu finden, in der Groudon sich versteckt hielt. Wir fanden sie schließlich und traten ein. Es war ähnlich wie bei Kyurem. Wir mussten einem langen Gang folgen, bis wir schließlich in einem großen Raum ankamen. Und in diesem großen Raum wartete er. Keine Erzählungen können klarmachen, wie monströs diese Bestie tatsächlich ist, sobald man ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Stolz und sicher präsentierte sich das legendäre Pokémon. Was hierbei sofort ins Auge fiel, war das Amulett, das es um den Hals trug. Es war ein Emblem der Generäle. Es wies ihn aus und bewies alles nun endgültig. Groudon war wirklich ein General. Sieh an, sieh an! Wen haben wir denn hier? Die kleinen Pestbeulen! Ihr habt euch also einem Menschen angeschlossen, um in diesen Krieg zu ziehen. Aber dass ihr hierher gekommen seid, ihr seid noch dümmer als ich dachte. Wir sind dumm? Wer hat sich denn bei unserer letzten Begegnung übers Ohr hauen lassen? Ruhe! Kein Wort davon! Ich habe euch ja damals unterschätzt. Doch dieses Mal ist alles anders. Hier kommt ihr nicht mit billigen Tricks weiter. Nur der Kampf kann entscheiden. Und im Kampf bin ich euch allemal überlegen. Und zudem habe ich die Kraft des Emblems der dunklen Armee. Dunkle Armee? Das kommt ja ganz schön nah dran. Ich hätte aber eher das Wort unterbelichtet gewählt. Du hast eine ganz schön große Klappe, Mädchen. Erinnerst du dich nicht an unsere letzte Begegnung? Damals warst du noch nicht so mutig. Anders als dein kleiner Freund. Mutig und dumm. Aber der ist offensichtlich ja sowieso nicht mehr hier. Tja, wie schade. Aber nach seinem Kampf gegen mich hätte er es einfach sehen müssen. Er war schwach. Und in diesen Welten überleben keine Schwächlinge. Dem General war selbst bewusst, dass er damit bei Bulbi eine sehr kritische Stelle traf. Shinnok war nicht schwach, er war ein Held, er hat die Welt gerettet. Du wirst nie so stark sein wie er. Für diese Behauptung hat dein Held aber reichlich bescheiden ausgesehen, als er gegen mich gekämpft hatte. Er musste damals ja nicht den Kampf gewinnen, um letztendlich trotzdem als Sieger hervorzugehen. Du hast damals doch verloren, wofür du gekämpft hast. Wieso mischst du dich überhaupt hier ein? Oh,
Ich habe den Juwel nicht auf immer verloren. Im Gegenteil. Ich werde euch vernichten. Die dunkle Armee wird den Krieg gewinnen. Und dann erhalte ich meine Belohnung. Darkrai ist im Besitz des roten Juwels. Und wenn ich meine Arbeit als General gut mache, dann wird er mein Preis sein. Und jetzt dürft ihr raten, was ich als erstes mit meinem Eigentum anstellen werde. Offensichtlich wusste vor allem Chelast es bereits genau. Nein, nichts wirst du tun. Der Waldkontinent wird bleiben, wie er ist. Nur ohne dich. Es wird Zeit für dich zu verschwinden. Für immer. Wenn ihr wollt, dass ich verschwinde, dann los. Sorgt doch dafür. Und diese Worte läuteten den Kampf ein. Schon oft hatten die Kämpfer aus der anderen Welt mich mit ihren Kampfkünsten überrascht. Doch dieser Kampf sprengte alle Erwartungen, die ich hatte. Dieser Kampf war der erste gewohnte in der Menschenwelt. Jeder kämpfte mit, keine seltsamen Einzelkämpfe mit abwechselnden Angriffen. Einfach ein wahrer Kampf. Und Ivy, Chelast, Seemops und Bulbi zeigten völlig, was in ihnen steckte. Sie kämpften mit Kräften, die ich noch nie zuvor in ihnen gesehen hatte. Doch auch ihr Feind zeigte, weshalb er in seiner Position war. Unzählige Angriffe wurden ausgetauscht, in einem Tempo, das ich kaum verfolgen konnte. Doch nach einer Weile schien sich die Lage zu verändern. Groudon schien einen neuen Plan zu haben. Er feuerte einen Feuersturm auf Ivy. Unbeeindruckt ließ sie sich treffen und blieb fast völlig unverletzt, da sie sich bei der Berührung zu Flamara entwickelte. Ist das alles, was du kannst? Solche billigen Tricks funktionieren nicht bei uns. Groudon hatte jedoch ein volles Bewusstsein darüber, was geschah. Oh, das würde ich nicht sagen. Du bist nämlich genau in die Falle getappt. Im nächsten Moment begann der Boden zu beben. Felsen begannen von der Decke zu fallen. Groudon benutzte Felsgrab, speziell auf Ivy. Sein Plan war es gewesen, Ivy dazu zu bringen, sich in Flamara zu verwandeln, um anschließend eine nun sehr mächtige Gesteinsattacke landen zu können. Der strategisch kluge Zug kam sehr unerwartet und Ivy schaffte es nicht zu reagieren, bevor die Felsen stürzten. Doch Chelast schaffte es schon. Er stieß Ivy gerade noch aus dem Weg und wurde an ihrer Stelle getroffen. Die Steine verschwanden wieder und Chelast lag verletzt am Boden. Chelast? Ivy wirkte panisch. Sie rannte sofort zu ihm. Geht es dir gut? Bitte, bitte sag mir, dass es dir gut geht. Etwas zittrig hob er sich wieder auf die Beine. Sein Zustand war nicht gut, aber er hätte schlimmer sein können. Trotzdem war ich kurz davor, zum Rückzug zu blasen, als Groudon anfing, seltsam zu lachen. Was für ein Schauspiel! Er schreitet ein, um seine Geliebte zu beschützen und nimmt dafür selber Verletzungen in Kauf. Wie der Vater, so der Sohn. Chelast reagierte sofort auf diese Aussage. Was meinst du? Hast du denn deine Vergangenheit nie hinterfragt? Hast du nie nachgedacht, auf welcher Mission deine Eltern umgekommen sind? Nicht einmal nachgefragt, sich informiert. Sonst hättest du es gewusst. Diese Narren sollten mich vom Waldkontinent vertreiben. Mich! Chelast wurde bleich. Diese Narren haben wirklich gedacht, sie könnten es mit mir aufnehmen. Genau so etwas ist in unserem Kampf auch passiert. Dein Vater opferte sich für deine Mutter. Nicht, dass es etwas geändert hätte. Wer sich mit mir anlegt, bekommt, was er verdient. Alle starrten Groudon erschrocken an. Chelast verarbeitete, was geschehen war. Ich entschied mich, die Situation zu nutzen. Los, Leute, Rückzug, schnell! Doch Chelast antwortete. Nein, ich ziehe mich nicht zurück. Groudon, du krankes Monster. Du hast meine Eltern umgebracht. Du hast mir all diese Jahre so viele Schmerzen bereitet. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, beinahe all der Schmerz, den ich je verspürte, kam durch deine Hand. Viele Wesen haben innere Dämonen, die sie bekämpfen müssen, die sie quälen.
Auch ich dachte das bis gerade eben, dass ich sie hätte. Aber jetzt sehe ich es. Ich habe keinen inneren Dämon. Der einzige Dämon in meinem Leben bist du. Du bist der Fluch meiner Existenz. Ich gehe nicht, bevor du nicht deine gerechte Strafe erhalten hast. Du bist selber schuld. Du standest mir im Weg. Und jeder, der mir im Weg steht, zahlt den gleichen Preis. Zeit, deine Eltern wiederzusehen. Chelast! Und so ging der Kampf in eine zweite Runde. Im Mittelpunkt standen dieses Mal Groudon und Chelast. Chelast war eindeutig verletzt, doch seine Wut trieb ihn an. Sie brachte ihn weiter und hielt ihn am Kämpfen. Groudon wusste, dass ein starker Treffer Chelast niederstrecken würde. Und diesen Treffer wollte er landen. Der Kampf ging wenige Minuten so weiter, bis Chelast sich schließlich entschied, dass es enden musste. Egal wie. Er begann, einen Solarstrahl aufzuladen. Eine der mächtigsten Pflanzenattacken. Würde sie Groudon treffen, wäre der Kampf definitiv gewonnen. Doch was Chelast anscheinend nicht bedacht hatte, er musste diesen Angriff erst aufladen. Und diese Zeit nutzte Groudon. Ein weiterer Feuersturm ging los und wieder traf er sein Ziel. Rauch füllte den gesamten Raum. Doch durch den Rauch glühte ein Licht. Ein Solarstrahl. Mit aller Kraft feuerte Chelast ihn und traf Groudon mitten ins Herz. Sofort ging er selbst regungslos zu Boden. Der Kampf war zu Ende. Groudon war besiegt. Sofort machte ich mich zu Chelast regungslosem Körper auf. Ich hielt einen Beleber und einen Hypertrank bereit, um ihn wieder etwas aufzupäppeln. Doch der Beleber funktionierte nicht. Ivy stand neben mir, Tränen in den Augen. Vorsichtig, mit einem mulmigen Gefühl, überprüfte ich Chelasts Puls. Bitte sag mir, dass es ihm gut gehen wird, Günther, bitte! Meine Antwort bestand aus einem Satz. Ein Satz, von dem ich hoffte, ihn nicht sagen zu müssen. Doch kein Weg führte daran vorbei. Es tut mir leid, Evie.